Check this out. Schon gewusst? Team ADHS sucht neue Mitglieder. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Nein, wir schaffen das nicht. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Chaoten auf dem Bau. So Leute, und in diesem Sinne, grüß die Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Chaoten auf dem Bau. Servus. Grüß die Unterlüchen. Marcel, du musst ein bisschen lauter, du sitzt da oben im Kran. Servus. Was meinen die Leute nachher, du bist gar nicht da. Ich hab über Funk Servus gesagt, die müssen doch eigentlich hören. Jetzt habe ich so wie er nichts verstanden. Der, mein Funk spinnt. Der Funk vom Nicht-Vorarbeiter. Diese Lenkung von dem Ding, ne? Dann hat vorne extra schon zwei Lenkachsen, ne? Du kommst trotzdem so beschissen um die Kurve. Ja, ich brauch nochmal Vorarbeiter. Kann nichts mehr füllen. Das ist ja doof. Ja. Ja, Leute, wie auch letzte Woche in der ersten Folge unserer heutigen Aufnahme, wir haben leichte technische Probleme heute, beziehungsweise Marcel und Jason haben die. Daniel ist ja nicht da, der hat einen gelben Schein abgegeben. So, wir füllen. Oh, das Gerät mal auskloppen hier. So. Das an, das an, das an. Xenix. So, ja, das ist ein bisschen unpraktisch. Das aus, das weg. So. Ist das schon besser. So, und jetzt den hier. So. Jetzt noch die Sicht. So. Noch ein bisschen raus. Ey, da kommt ja die Unterstützung. Jo, ich bin da. Gleich ist da voll die Scheiße hier. So, Praktikant, gut gucken, was wir hier machen. Gucken und lernen. Jo. Nächstes Mal machst du dann alles mit dem Handmischer. Jo. Ja, ist egal, wie groß die Fläche ist, es wird alles per Hand gewischt. Wir gehen Kaffee trinken in der Zeit. Also ich bin hier an meinem Maximum vom Kran. Ja, ich glaube, das reicht, wenn wir hier vorne die Ecke hier fertig haben, dann wird das schon. Oh, mein Maschinchen ist leer. Meine Glocke hat noch. Wunderbar. Ja, du kannst gleich bereit bleiben. Ich hole mal das nächste Material. Ja, ich halte mich ready. Praktikant.
Ich habe eine Frage für dich über Kranplätze. Was müssen Kranplätze sein? Verdichtet. Sehr gut, oh. Da hat der Junge aufgepasst. Da hat er aufgepasst. Da gibt's schon mal einen Tadel. Bist eine gute Nudel. Ja. Hast du schon mal weiter geschafft als einen am Praktikant? Denk dran, du warst auch mal Praktikant. Gut. Hast du bist jetzt Vorarbeiter. Hast weitergebracht als fast alle Praktikanten. Einer hat es weiter geschafft. Bis jetzt. Bis er irgendwann die ganze Bude hier übernimmt. Wenn der Chef in die Rente geht. Jetzt muss ich erstmal die ganzen verdammten Bewegungen schaufeln. Also bestimmt gleich da die Wand gießen und die Säulen gießen. Den Kiegen hier, komme ich überhaupt so weit? Ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Hey. Also die ganz hintere, also hast du gerade gesehen, wie weit ich komme. Ich würde sagen, ich fahre jetzt gleich mal da unten rein. Ja, wenn. Ich will es aber erst machen, nachdem ich das Zeug gefällt habe. Ja, ja. Weil dann kann ich hier vorne den Scheiß machen, wenn wir. Ich weiß nicht, wie viele Säulen wir gleich gießen müssen. Wenn wir da hinten die Dinger alle gießen müssen und da komme ich ein bisschen schlecht hin. Ja, ich bin ja auch noch da. Kann ich gerade irgendwas machen? Nicht wirklich. Warte mal, ist das eigentlich. Ah! Rampe gießen! Wenn du möchtest. Das ist ja praktisch. Wenn du möchtest, kannst du von mir aus, ich weiß nicht, was der Chef dazu sagt, dir den Kipper schnappen, den einlagern und in der Farbe anmalen, die du möchtest. Der Chef auch das okay. Hast du dem jetzt wirklich gerade erlaubt, zu lackieren, wie er will? Ja, was sagst du? Wenigstens ja, okay, mehr oder weniger eigenes Fahrzeug. Gießen aus, jo. Schuhe an, gießen an, so. Zum Platze, ne? Wie macht die Sau die Schuhe denn dann da weg? Was soll das denn? Lass die Schuhe doch da. Einfach in die Garage. Arbeiten. Du musst einfach in die Garage, dann... Wird das mit über Firma in Fahrzeug Halle oder wie es heißt und da kannst du dann umwerben. Na, ich bin ehrlich, ich war gar nicht mehr so. Ich werde das Material holen. Aber einlagern. Hier gießen in Rekordzeit, hör mal. Jetzt ist meine Maschine wieder leer. Die letzten 3%. So. Ach du Scheiße. Jetzt kommen die Wände. Ich finde das auch voll geil, dass da hinten der Lagerplatz für das Material ist, aber die ganze Scheiße hier vorne hingepackt werden muss, also... Das ist so. Da werde ich mir meine Zeit eben irgendwie Scheiß was zu futtern holen. Jo, bring mir auch eine Stulle mit. Nee. Haha, geil.
Für diesen Vorgang fehlt die Berechtigung. Ja, dann kannst du das nicht machen. Haha, Opfer. Hört ihr mich eigentlich noch? Ja. Geil. Ich stehe gerade in der Küche vor dem Kühlschrank, Alter. Das Signal muss durch drei Betonwände durch. Ja, bei mir geht's auch vor dem Kühlschrank. Ich muss aber einfach in der Küche aufpassen. Eigentlich, wenn ich zum Kühlschrank gehe, bricht die nicht immer ab, die Verbindung. Ja, bei mir muss ich immer aufpassen. Wenn ich in die Küche gehe, je nachdem, wo ich stehe, habe ich es Rauschen oder ich verstehe es ganz normal. Kommt immer darauf an, wo ich stehe. Lass mich da verarschen. Och nee, wir haben wieder ein Problem, ich kann Material nicht anhängen. Das ist schlecht. Praktikant, mach die mal auf dem Weg zur Baustelle. Ich fahr grad. Aber bei mir ist das auch ganz komisch. Der zeigt mir hinten im Lager hier die Sachen, die eingelagert sind. Der hintere Stapel ist bei mir alles grün. Weiß ja, nicht, der obere ist offen. Der ist bei mir auch so. Ich hab die eine Palette, die hängt hier auch schief drin. Mit der Deckenteile. Ja, die hab ich so hingestellt. Das ist, die ist mein. Ey! Jetzt anhängen. Nein, kann ich immer noch nicht. Mach ich noch schnell die anderen zwei Sachen und muss mal einer von euch probieren, ob er das anhängen kann und so ziehen kann. Sonst muss ich gleich wohl doch mal mit dem Egg kommen. Ja, ich kann die Aufgabe ja sonst auch im Menü überspringen, dann steht die Scheiße einfach. Dann hätte ich mir das Ganze ja sparen können. Ja, vielleicht klappt es ja gleich bei Jason oder bei mir. Mag das nicht in der Stadt mit den ganzen Hochhäusern. Du bist ständig im Schatten, Alter, ey, dann ist hier stockduster. So, muss jetzt mal irgendjemand von euch probieren, ob er das Ding anhängen kann. Ja, jetzt einfach noch in den grünen Bereich reinsetzen. Ich hab den ja nicht mehr dran. Steig nochmal aus.
Jawohl. Da muss nur der Chef ran, dann läuft das auch. Warte. Ja, es steht da halt einfach, dass eine Betonschadungspalette, egal. Also die äußeren bei der Rampe musst du waren, die inneren. Das ist halt jetzt wieder so eine Sache, die sich halt jetzt wieder die ganze Zeit wiederholt. Material platzieren, gießen, Material platzieren, gießen, Material ja. platzieren, gießen. Vor allem ist in einer Tour Arbeit immer nur für einen Kranfahrer. Welche Wände müssen wir denn jetzt gießen? Die und die zwei Außenwände hier, oder nicht? Jetzt habe ich die Schuhe jetzt drin und die Schuhe jetzt draußen. Das ist auch hier, ey. Mein Gott, aus. Das. 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 Was hat das Ding denn jetzt wieder hier, ey? Aber ja, jetzt ist die Schuhe wieder draußen. Ich hab's dir doch gerade gesagt, er soll sie wegmachen. Jutta sagt nein. Ja, das ist, weil die Schuhe jetzt irgendwie daneben hängt und ich krieg die jetzt so nicht gesteuert, weil ich jetzt hier in der Steuerung bin von dem Ding. Jetzt muss ich das erst wieder einklappen, damit ich hier hinten die Kackschuhe mit sich machen kann. Also das ist auch... So, ich kann dann auch mal anfangen zu gießen. Stop. Servus, Dorfkind! Servus! Moin! Ja, da hinten komme ich jetzt nicht mehr so ganz ran. Ja, ich mach das hier, das sind die 15. Ah, doch! Ein Stück geschafft. So, dann räumen wir den markierten Bereich. Ja, Sekunde, ich muss mal Stützen hier so einfahren. Wir haben es mal entspannt hier vorher beide. Ja. Fertige Elemente, stehen die hier schon irgendwo oben? Dann kann ich erstmal hier rausfahren. Achtung! Ah, die stehen da. Knapp. Die stehen da neben dem Kran direkt. Jo, hier vorne stehen die. Ich guck schon mal, ja, die Treppe ist gut. Ist so in der liegenden Position, ein bisschen komisch zu laufen, aber das geht. Sieht aus, du als bin ich am Reiten zur Musik. Du sollst ja auch nicht in laufender Position testen. Und wie sieht's aus hier mit dem Aufzugsding? Hey, oh, ei, oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Oh. Ich soll echt mehr Sport machen, ich bin scheinbar schon ein bisschen zu schwer. Jetzt
macht der mir hier alles noch kaputt? Du willst das ganz lassen. Praktikant, helf mal hier. Doch nicht Chef. In meinen Arsch. Ein bisschen empfindlich, diese Treppen hier. Will ich doch nur testen. Praktikanten gehen mal ins Lager und holen die nicht existierenden. Der Praktikant ist gerade auf der Treppe. Ja, der Praktikant soll mal die nicht existierenden Arbeitslampen holen. Jetzt halt doch mal das Ding ruhig, ich muss das anhängen. Tiefer! Sehr gut. Oh, den kann ich da drauf mitfahren. Will jemand mitkommen? Rein mit die Treppe. Aui! Ui, jetzt steh ich auch mal richtig auf die Stufe hier. Jason, du bist ein bisschen schwer. Soll der eigentlich gerade hängen? So, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich kann mich aber wenigstens, wie gesagt, vom Schöffel festhalten und stehe nicht am Rand. Ihr müsst mir sagen, wie tief ich noch muss, mit dich drauf, ne? Bei mir. Tiefer, oh, Tiefer! Tiefer! Ich seh das von hier oben nicht so gut. Tiefer! Nur ein bisschen raus, Rüdiger! Ein bisschen raus! Lass ja die Scheiße einfach los hier! Ich hab mich halb eingeschissen, du Sau! Hey, warte, ich hol das andere Teil! Ja, warum ist er noch nicht hier, Kerl? Wie langsam bist du denn wieder? Entschuldigung, ich muss oben den Monitor von der Kamera neu einstellen, der ist ausgegangen. Was für Kamera? Hör mal, machst du da schon wieder irgendwelche illegalen Livestreams oder was? Nee, die Hakenkamera, dass ich die Hakenperspektive hab. Deine Perspektiven interessieren mich nicht. Ich hab oben am kleinen Bildschirm, wo ich den Haken sehe. Ja, oh, jetzt müsste aber trotzdem nochmal hier. Warte, ich dreh mal das Ding. Jo, dreh mal. Ja, noch ein bisschen raus, Rüdiger. Ein bisschen raus. Ja, sieht schon besser aus. Jetzt tiefer, tiefer. Aber nicht zu tief, Rüdiger, nicht zu tief. Ja, ja, non-stick. Oh mein Kopf, ja, oh. Passt, schmeiß runter die Kacke. Zack, drinnen lag's. Ich hab's abgesetzt, bekomme aber die Meldung absetzen. Nicht möglich, dass sie was im Weg befinden. Ja, das war der Praktikant, aber wenn der Fuß mit einbetoniert wird, ist nicht schlimm. Das war mein Kopf. Können uns einen neuen. Da können wir eh nichts mehr kaputt machen. Arsch. Gott, ich weiß, wo der Chef recht hat, hat er recht. Ein Chef gerade als Arsch bezeichnet? Ja. Gut. Eine Woche Mittagessen aus seinem Portemonnaie. Der verdient doch noch nie mal was. Ja, das eben. Ist ja sein Problem. Och nee, ich sehe jetzt schon die ganzen Deckenelemente platzieren. Leck. Arsch. Radfahrer hat heute genug zu tun. Immer. Wieso musste ich ausgerechnet unser Kranfahrer krank melden, wenn wir hier Garage am Bauen sind? Stört mich ja nicht. Er hat die Arbeit gerochen. Mobilkran habe ich lieber. Umso schneller wir die Baustelle fertig haben, umso besser, Männers. Umso eher können wir Geld ausgeben. Ja, was meinst du, warum ich hier schon Vollgas gebe? Ach, der das Kran ist bei dir Vollgas! Der Kran bewegt sich leider nicht schneller. Warte, ich kick mal, ob hier unten noch irgendwo so ein Turboknopf ist oder so. Vielleicht kann man noch irgendwo so eine Nossflasche hier anschließen oder so. Jo, guck mal. Guck du mal. Sieht nicht danach aus. Schade. Ja, echt kacke. Wieder vielleicht ein paar von den Gewichten wegnehmen. Oh nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Der Schuss könnte nach hinten losgehen. Ja, dann wäre ich schneller am Boden. Mit seinem Kran, ja. Aber der Kran soll heil bleiben. Denk dran, der ist gemietet. Ja gut, jetzt stimmt auch. Sag mal dem Praktikanten, der soll nebenher Geld verdienen gehen.
Falsch, ja, muss er sowieso, sonst kann er ja nicht die Woche Mittagessen bezahlen. Das stimmt auch wieder. Der nennt mich nicht nochmal Arsch. Okay, kein ja, Arsch, aber Penner. Gut, 2 Wochen. Du, ich hab gehört, hier um die Ecke soll es so ein Luxusrestaurant geben. Ja, da hinten ist doch wie? Auch der direkte Stronter, wo wir letztens die Baustelle hatten. Da gab's ja nicht da auch eine Dönerbude oder irgendwie einen Donutshop oder so? Ja, aber hier um die Ecke gibt's ein Luxusrestaurant. Ist zwar nicht so billig, soll aber verdammt... Ja, was heißt Luxusrestaurant? Hör mal, ein Döner, ein großer, kostet mittlerweile auch bald einen Zehner. Ja, das soll ein Gericht ein 20 kosten. Ja, Hauptsache, das macht auch satt. Wie gesagt, die mir nachher mit so Grünzeug und so einem Kack alle da oben Teller ankommen, da nee, ein Schlippen Soße drüber und hier 50 Euro. Und jetzt warte mal auf unseren Kranfahrer, wenn der zurückkommt. Der, wo am meisten rumsitzt, frisst immer am meisten. Ja, der ist ja auch sonst der Kranfahrer. Wo ich heute Morgen. Sich Anfang der Baustelle da oben ein und kommt zum Feiern erst wieder raus, nochmal. Wo ich mich heute Morgen hier in die Kabine reingesetzt habe. Du glaubst nicht, Alter. Ich konnte erstmal Chips tüten und was auch immer aus dem Fenster rausschmeißen. Der Typ hat Leute 1940 das letzte Mal da oben aufgeräumt. Ja gut, vielleicht ist das auch noch vom Vorgänger. Ich glaube nicht, dass er das alle letzte Mal durchschnabuliert hat auf einer Baustelle da. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Dann den Kran ja wohl letzte Mal auch schon gemietet, aber... Gut, okay, weil er gemietet war, könnte es auch ein anderer gewesen sein. So, die letzten 2 Materialien kommen und dann haben wir das Ding zur Hälfte fertig. Ist ja schon mal etwas. Aber man muss echt sagen, der Bausimulator, das ist ja schön, wo man da zu viel spielen kann. Aber ausgelegt ist der für ein, maximal 2 Spieler, also. Gut, ich glaube eher schwer ist schon so für 4 Spieler oder so ausgelegt. Ich mein von den Arbeitsschritten her, weil du hast ja so wie ja. Jetzt hast du ja 2 Leute hier rumstehen. Ja klar, wir könnten uns jetzt noch jeder Mobilkran holen, aber willst du hier mit einem Baustellenkran und 3 Mobilkräne arbeiten mit 4 Leuten? Deswegen habe ich auch so das Gefühl, kann man mehrere Jobs auf einmal annehmen. Ja, nur das finde ich dann auch irgendwie langweilig. Ja klar, es ist langweilig, aber ich habe so das Gefühl, es ist gedacht, dass so, dann wenn man zu viert spielt, 2 machen also, an der Baustelle und 2 ja, an der Baustelle. Ja, so wie die Kampagnenmission jetzt hier und so, das wollen wir ja zusammen alle machen. Ja klar, aber ich meine, so, ich denke mal, dass das jetzt so ausgelegt ist. Wenn du jetzt rein auf Profit gehst, klar, wenn du dann 2 Baustellen oder was gleichzeitig machen kannst, dann ist das natürlich vom Vorteil, aber... Hättest du dein LKW jetzt hier gehabt, hätte ich mithelfen können. LKW recht. War nicht mal so weit. Man wird sich bloß in die Quere kommen. Was müssten jetzt dann, glaube ich, demnächst die Fertigteile dran? Ja, ich denke mal jetzt gleich erstmal hier Decke gießen. Schön. Ich will mich schon mal hier in den passenden Winkel zum rückwärts reinkutschieren.
So, das läuft hier doch, ne? Ah, der läuft auch. Was ich aber auch ein bisschen scheiße finde, ist, du hast ja beim Kran immer unten deine Markierung, wo der Haken dann hingeht. Die leuchtet schon grün, du gehst in sämtliche Positionen von der Hakenhöhe. Nee, du musst noch zurück oder noch spawnen. Den Teil hier auf schwer, das ist locker easy, mal schnell wahrscheinlich ein Stück oder so. Wahrscheinlich die ganze Decke probieren. Solange die Dinger nicht wieder so rumfliegen wie in dem einen Industriegebäude, was wir da gebaut haben. Schrei nicht zu laut, sprich jetzt nicht weiter aus. Ich sehe die Decke wieder fliegen. Das ist eine Material, da die Holzpalette oder was das war, wo plötzlich in dem Schornstein von dem Gebäude auf der ganz anderen Hälfte war. Weiter dem Seil nachgehen. Das waren noch Zeiten. Ich hab's gleich. Ja, wieder Zeit. Die Schnauze. Ja, meine Pumpe ist schon heiß, pump mir immer. Die will richtig rausrotzen, die will richtig abspritzen. Ist das mein Problem? Noch nicht. Also, wir machen dein Problem nicht zu meinem. Wart's ab. Was kommt der Praktikant jetzt angefahren? Ja, voll mit deinem LKW. Du bist der dümmste Praktikant, den es gibt! Er hat's einfach nicht verstanden. Den kannst jetzt sofort wieder da hochfahren, Jason. Warum? Ja, weil er den extra hat da stehen lassen, weil er da jetzt gleich fertig, wenn der abholen muss. Ach so! Da haben wir doch schon die ganze Zeit drüber gesprochen. Ja. Und ich habe ja sogar zu Matze noch gesagt, ja, mein LKW brauchst du nicht holen, weil wir würden uns hier bloß in die Quere kommen. Er hätte da vorne nicht mal einen Platz gehabt zum Hinstellen und den Kran auszupacken. Egal, Praktikanten da besser. Aber ich wenigstens was zu tun. Man darf den Praktikanten nicht immer anmotzen. Dich? Ab und zu sollte man Lob bekommen. Der hat dann auch vorhin, als er sich gemerkt hat, dass ein Kranplatz verdichtet sein muss. Das Lob muss reichen für eine Woche. Gut, okay, das stimmt. Ich habe sogar gesagt, er ist eine gute Nudel. Und zack, hat er schon wieder verkackt. Jason, was müssen Kranplätze? Verdichtet sein. Guter Junge. Ich hol mir schnell eine Stulle, ich bin gleich wieder da. Morgens kurz vor 5, ey, und der denkt wieder nur ans Fressen. Kaum geht die Sonne auf, kommt bei ihm der Hunger. Ich hab extra meine Weintrauben schon leer. Jetzt hab ich mir noch einen Rehab vor mir stehen. Und dann noch eine Leckerlis für den Hund. Ja, gönn dir. Nee, da kann ich mir nicht. Da kannst du schön vergessen. Stellt sich auch was an. Njung. Alter, dass man sich gerade mal denkt, dass wir jetzt gerade mal 7:30 haben, da fangen wir gerade mal fast an. Noch nicht mal. Da sind noch nicht mal alle da in der Regel.
Das fühlt sich gerade an, weil wir schon so lange zocken wie irgendwie 9 oder 10 Uhr. Meinetwegen können wir öfter so früh anfangen. Ja, kommt halt immer drauf an, was anliegt und was ich noch zu schneiden habe und so. Macht das ja auch schon zwischendurch dann, dass ich samstags auch schon hier vorher am PC sitze und irgendwelche Sachen fertig mache. Ah ne, warte mal, Montag musst du arbeiten. Ja. Yep. Ja, aber ich habe mich Montag frei. So, wo ist der Kranfahrer? Noch nicht da. Lass mich raten, ihr sitzt mit dem Arsch nur im Kran. Mit Sicherheit. Der Kranfahrer klettert gerade schon wieder die Leiter nach oben. Ja, kletter mal schneller, hör mal. Der Kran ist halt leider relativ hoch. Das sind 50, 60 Meter, was ich da hochklettern muss. Und ich bin nicht mehr der Jüngste, also bitte. Das stimmt. Oh. Gott, mein Rücken, jedes Mal nach diesem Drecksklettern tut mein Rücken. Oh, jetzt erstmal noch die Sitzheizung hier im Kran anmachen. LED-Beleuchtung, so. Und auf geht's. So, dann check ich schon mal hier unten das Kellergeschoss, wo die Autos nachher parken sollen. Hier, ob hier auch alles hier gut betoniert ist. Wird eher die Decke prüfen. Da kommen auch Autos rauf. Ja, aber die Wände sind hier auch wichtig, weil der hat sich hier unten Kellergeschoss, deswegen Feuchtigkeit und so. Was hat das Ding eigentlich für eine Maximaltraglast? Was steht denn auf den Bauplänen? Das haben die da gar nicht eingezeichnet. Ich will gar nicht wissen, warum nicht. Oh Gott. Ich fand das sowieso schon ein bisschen komisch, dass wir hier nur eine 10er Decke machen sollen. Aber gut, ist den ihr Ding. Machen wir nicht normalerweise eine 15 bis 20er bei Parkhäusern? Ja, je nachdem. Also 15 Standard, aber eigentlich, also so für eine Etage. Also je nachdem. Also wenn du da mehrere machst, dann bist du eigentlich da schon bei gefühlt bei einer 30er. Also. Eine Stink-30er machen wir auch manchmal. Wir haben doch hier, bevor wir hier in die USA gekommen sind, haben wir doch lange Pause gemacht. Urlaub und so. Da bin ich mal nach Japan. Die haben das mit einer 50er Decke gemacht. Ja, ich sehe, das kommt immer drauf an, wie viele Etagen du machst, ne? Das waren 2 Etagen. Ja gut, das ist ja ein bisschen sehr gut gemeint, würde ich jetzt mal behaupten, aber besser zu viel als zu wenig. Eine 50er Decke für 2 Etagen. Mich hat's aus den Socken gehauen. Echt? Aber weißt du, weil nebendran stand ein 10-stöckiges, da haben sie nur eine 12er Decke benutzt. Eine 12er! Da darfst du ja nicht mal mit Fahrrädern vorstellen, da bricht die Bude zusammen. das habe ich mir auch gedacht. Das hat gehalten. Er fragt sich, wie lange noch. Morgen in den Nachrichten, Parkhaus eingestürzt. Da standen sogar LKWs drin. LKWs? Was haben die denn für eine Deckenhöhe da? Die sind 5 Meter. Also die Japaner kriegen schon Sachen hin, die kriegen wir nicht hin. Ja, die bauen aber auch echt kuriose Geschichten, du. Die bauen ja sogar mit Bambusgerüste aus Bambus. Ich dachte, das machen die in Indien.
gab halt manchmal auch. Das muss geht ruckzuck zurück in Berlin. Hier, die hätten das Park, die Japaner hätten das Parkhaus schon dreimal fertig. Also unser nächster Praktikant muss ein Japaner werden. Liebe Japaner, bewerbt euch jetzt. Für keinen Lohn, aber Geld. Wir verkaufen Reis. Echt? Wir zahlen mit Reis. Habt ihr ja nicht schon genug in eurer Heimat, aber wir zahlen mit Reis. Chef, hast du Reis zufällig? Nee, bin mehr der Nudeltyp. Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Wir können die Japaner nicht zahlen. Tja. Beton, ach ja. Du Scheiße! Ich wollte schon sagen hier. Noch mal Wände gießen? Da gießen, da gießen, da gießen. Gut. Aber ich kann ja auch nirgendwo mehr reinfahren, ne? Also hier unten die Zufahrt, die ist ja direkt für unten. Ich kann nur von hier vorne aus gießen, mehr nicht. Aber am besten, wenn du da hinten rum mal die kleinen Wände da machst. Brauch ich. Soweit ich rankomme. Wo ist der Praktikant? Im LKW. Der pennt schon wieder. Malum. Komm zum Kran. Komm mal zum Fuß des Kranes. Komm mal zum Fuß des Kranes. Ja, warte. Ja. So, Praktikant, jetzt fahrt mal auf. Ich trau dir hier jetzt für das Betonieren den heiligen Kran. Ach du Scheiße. Das kann wohl werden. Weil ich esse jetzt meine Stulle, also. Mach den Kranfahrer stolz. Den Chef, ne? Ich geh jetzt meine Stulle essen. Chef, das könnte länger dauern, der Praktikant sitzt im Kran. Da vorne komme ich auch nicht dran, das ist doch scheiße, ist er doch hier. Schön gemütlich. Und wenn du die Glocke nachfüllen musst, gibst mir Bescheid, dann mach ich das. Jetzt kann ich wenigstens mal eine Stulle essen. Da will man auch eine Planänderung, die kleinen Wände hier, die hinten, die mache ich. Ich stelle mich jetzt einfach hier da in eine Büsche. Also vorausgesetzt, ich komme da auch hin und bleib nicht mit dem Spiegel immer an der Birke hängen. Ich weiß, das ist Millimeterarbeit. Ist es immer. Mit der Glocke ist aber nochmal ein bisschen schlimmer. Leo. Steig mal geschwind aus. Voll.
1% fehlt noch. Zack. In der Mitte, Kacke. So, und jetzt noch die innere Wand. Ja, da bin ich raus, du. So, aber wir sind dann auch für heute so gesehen schon wieder aus der Folge raus, denn die ist schon wieder im Kosten. Also können wir an dieser Stelle uns für die Woche schon wieder auch verabschieden. Also Leute, wenn euch ja die neue Folge Chaoten auf dem Bau gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Däumchen nach oben da. Und ja, schaltet nächste Woche wieder ein und checkt die anderen Videos ab. Und in diesem Sinne, ja. Macht es gut und alle tschüss. Haut rein, ciao, ciao. Bye bye.